Hallöchen und herzlich willkommen zurück oder neu hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr euch reingeklickt habt in mein neues Video zu dem Adventkalender 2024. Ich habe wieder einen für euch gepackt. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze aufgebaut ist, was ihr dafür tun müsst, dass der zu euch nach Hause wandert, bleibt super gerne dran. Ich habe euch letzte Woche schon angeteasert mit einem Post, dass kein Video kommt und ich fleißig am Dekorieren, Aussuchen der Produkte, Basteln und Einpacken bin und endlich ist er fertig. Ihr merkt auch, die Bildqualität ist nicht ganz gut. Ich habe ihn gestern Abend fertig bekommen. Wenn ich das Video drehe, ist es Montag 16.30 Uhr und ich bin angewiesen auf ein bisschen künstliches Licht, deswegen bitte verzeiht mir, wenn die Lichtverhältnisse nicht perfekt sind, aber wir neigen einfach uns in die kühlere Jahreszeit und da ist es mit Videos drehen in Tageslicht wirklich schwierig. Ich gebe mein Bestes, aber es könnte auch sein, dass in Zukunft das Ganze mit dem Licht ein bisschen schwieriger wird. Worum soll es heute gehen? Es geht um diesen selbstgefüllten Adventkalender. Ich lasse euch auch gerne einen Blick hineinwerfen. Ich nutze meistens einen Kalender aus dem Vorjahr und gestalte ihn für euch neu. Dieses Jahr ist es ein ehemaliger Glossybox Adventkalender mit sogar 25 Türchen. Ja, ich habe ihn gepackt mit Liebe, mit unterschiedlichen Produkten. Ich kann euch gleich mal vorweg sagen, es wird nicht nur ausschließlich Beauty- und Pflegeprodukte beinhalten. Es sind auch ein paar andere Kleinigkeiten und ein paar kleine Botschaften dabei. Ich liebe einfach Adventkalender und würde mich freuen, ihn an einen von euch zu verschenken, so wie ich das einfach jedes Jahr mache. Ja, ich möchte das Video auch gar nicht lange ziehen. Was müsst ihr dafür tun, dass der zu euch nach Hause wandert? Ich habe tatsächlich schon mit meiner Jahresbilanz begonnen, mir ein bisschen was von dem Jahr Revue passieren lassen. Und für mich ist trotzdem das Wichtigste immer, mit euch gemeinsam ja, das Jahr zu besprechen. Was erwartet uns 2025? Ich weiß, ich bin sehr früh dran, aber es geht ja auch ein bisschen darum, Brainstorming. Was erwartet uns im neuen Jahr? Was seht ihr gerne auf meinem Kanal? Und dazu hätte ich gerne zwei Videofragen beantwortet, die dann für mich auch klarstellen, okay, wenn ihr die beiden Videofragen beantwortet, dann weiß ich, ihr habt auch Lust, diesen Kalender zu gewinnen. Die erste Videofrage, ich blende sie immer hier unten ein, ist, welches Video seht ihr am liebsten auf meinem Kanal? Sucht euch ein Format aus, was ihr 2024 bei mir gerne geschaut habt. Sei es die Vlogs, sei es die Schminkbox oder irgendein anderes Format. Schreibt mir das super gerne in die Kommentare, welches war eure liebste Videoreihe. Und die zweite Videofrage, die ich gerne beantwortet hätte, ist genau das Gegenteil. Auf welche Videos könnt ihr verzichten? Und da zählt nicht, dass du alle Videos gut findest. Ich möchte, dass du dich für ein Video entscheidest, wo du sagst, da habe ich vielleicht nicht jedes gesehen oder vielleicht nicht jedes kommentiert oder vielleicht auch nur zur Hälfte angesehen. Auch das würde ich gerne wissen, auf welches Video oder welche Videoreihe oder Videoart könntest du 2025 verzichten. Und ich bin dann nicht irgendwie enttäuscht oder beleidigt, sondern vielleicht kann ich dann ein Format auslaufen lassen und dafür ein, zwei neue Formate ja, aufnehmen, damit das Ganze ein bisschen spannender und vielleicht für euch auch interessanter gestaltet ist. Ich habe auch natürlich gerne in den Kommentaren Videowünsche für 2025, wäre auch natürlich toll. Wenn ihr da irgendwie Ideen habt, wo ihr sagt, das würde ich super gerne sehen, schreibt mir das sehr gerne. Ich werde mir alles notieren. Es ist für mich tatsächlich ein Jahresrückblick mit euch gemeinsam, den ich einfach jetzt schon im Oktober, November planen möchte, denn ja, der Jänner, Februar ist schneller da, als wir schauen können. Ja, das sind die beiden Voraussetzungen, den Rest, was ihr dafür alles tun müsst, natürlich ein Like, das Video, wo ihr wohnen müsst etc. Ihr findet alles unten in der Infobox und auch wie lange die Verlosung läuft, wann ich dann den Gewinner bekannt gebe, wie lange Zeit habt mitzuspielen. Ihr findet alles unten in der Infobox. Mir wäre es auf jeden Fall wichtig, dass ihr die beiden Videofragen beantwortet
Und vielleicht, dass ich auch wirklich sicher sein kann, ihr wollt auch unbedingt mitmachen, weil manche wollen auch einfach nur ein Feedback abgeben, was ich natürlich auch wirklich, wirklich toll finden würde. Setzt mir noch den Hashtag Kalender, dann weiß ich, okay, ihr habt beide Videofragen beantwortet und den Hashtag gesetzt und ich kann hundertprozentig sicher sein, dass du den Kalender auch gewinnen möchtest. Ja, so kurz und knapp ist es auch erklärt. Ganz gut, weil ich muss sagen, die Lichtverhältnisse sind heute nicht die besten. Und ich kann euch nur sagen, ich wollte die letzten Tage Vloggies machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Momentan bin ich ein bisschen verzogen mit Videos. Also bitte seht mir nach, wenn noch mal eine Woche kein Video kommt. Ist aktuell ein bisschen schwieriger. Ich bin Wochenende meistens viel unterwegs. Unter der Woche oft länger arbeiten. Und dann bleibt halt oft keine Zeit, ein Video vorzubereiten, das ich euch dann hochladen kann. In naher Zukunft ist geplant ein Style & Talk. Ich bin euch noch ein Update schuldig von meinem Zahn und von meinem Auto-TÜV, was da rausgekommen ist. Und ich habe mir ein paar Produkte aus LEs geholt und vielleicht machen wir da mal ein schnelles Style & Talk. Denn für Vloggies ist momentan leider keine Zeit. Gut, meine Lieben, das soll es auch schon gewesen sein. Ich würde mich über eine zahlreiche Teilnahme eurerseits natürlich riesig freuen und sage danke fürs Zusehen, viel Spaß beim Mitmachen und jetzt schon mal vielen Dank für euer Feedback für das ganze Jahr 2024. Ich freue mich, da mit euch gemeinsam Pläne für 2025 zu schmieden. Bis dahin, alles Liebe, danke fürs Zusehen, tschüssi, baba.